Furchtbar. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei nerdshelfen.de. Fängt schon wieder super an. Ich bin's, Ronny, gleich mit einem tierischen Sprachfehler. So muss das sein. Ihr habt vor einer Weile mal gefragt, ob wir nicht ein paar PC-Lautsprecher 2.1 Systeme vorstellen können, die so in der Preisklasse bis 35-50 € gehen. Wir haben jetzt welche rausgesucht, 3 Stück an der Zahl, von Creative, von One Concept und von Logitech, die irgendwo zwischen 23 und 32 € liegen. Das ist alles sehr erschwinglich und wir wollen einfach mal reinschauen und reinhören, ob die denn sich qualitativ voneinander unterscheiden und ob die überhaupt das Geld wert sind, was dafür verlangt wird. Und ich fange jetzt mal einfach mal nur mit dem Unboxing an und zum Schluss hören wir relativ knapp nacheinander dann einfach mal die Systeme kurz rein, so dass man tatsächlich besser unterscheiden kann, was jetzt gut ist oder was schlecht ist. Weil wenn ich jetzt erst auspacke, eins vorstelle und das nächste auspacke und vorstelle, dann habt ihr, glaube ich, schon wieder im Ohr vergessen, wie es klingt. Beziehungsweise ich. Na, egal. So, dann packe ich mir mal mein Messer aus. Schneiden wir das Ganze hier mal auf. So, hier hätten wir dann das Teil von Creative, nennt sich A250, hat eine Ausgangsleistung von 9 Watt RMS, umgerechnet sind das dann in etwa 2 Watt für die Stereo-Lautsprecher und 5 Watt für den Subwoofer, deswegen ein 2.1 System. So, wie kriege ich es raus? Okay. Hier eine Anleitung für. Achso, das kann man auch machen. Das kann man auch machen. Dann nimmt man das Kabel raus. Dann kann man das vielleicht auch noch rausnehmen. Dann sind hier die Lautsprecher. Ein bisschen Anleitung. So, und jetzt ist hier auch nochmal zugeklebt. Ups. So. So, also wer das hier mal einpacken muss, den beneide ich ja nicht. Da sind es ja die Lautsprecher und eine Menge Pappe. Könnte man sich eigentlich auch irgendwie alles schenken und sparen. Aber es soll ja auch heil ankommen. So, hier haben wir dann den Downfire Subwoofer. Das heißt, knistern beiseite. Der Subwoofer selbst ist nach unten gerichtet und holt sich da so seinen Klang, sein Bass, sein Tiefton, irgendwie wie auch immer. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied zu normalen Sidefire oder was weiß ich, wie die Dinger dann heißen. So. Auf jeden Fall ganz schön dickes Kabel, was hier mit dran steckt. Das will ja schon was heißen. Und dann haben wir hier schon mal die Kiste. So. Der kommt hier hin. Ist dann quasi damit verbunden. Dann kann der hier nur noch hier rankommen, zack, und das Ganze geht dann gleich an mein Telefon. Dann haben wir hier noch ein bisschen Strom, schieben wir mal hier unten durch. Es gibt zwar wahrscheinlich jetzt eine tierische Kabelsauerei, aber ohne geht's nicht. Das machen wir auch mal alles ab. Auf jeden Fall, die Lautsprecher sind schon mal aus Kunststoff. Das Gehäuse selber ist ja vermutlich so eine Art Holz, irgendwas, also Presssparen oder sowas. Kann ich jetzt natürlich so im Detail nicht sehen, weil es ja klebt es sozusagen. Oder genau, ich komme jetzt nicht drauf, aber ist auch Banane. In die Anleitung gucke ich jetzt nicht groß rein. Das Anschließen hat sich gerade erledigt. Sicherheitshinweise gibt es auch. Das Anschließen ist jetzt auch nicht so schwer. Dann packen wir das mal hier drauf. Dann schieben wir die hier mal ein bisschen beiseite. Dann nehmen wir uns die One Concept mal vor. Die haben 25 Watt RMS Ausgangsleistung, haben aber dafür auch sehr kleine Surround, kleine Lautsprecher drauf, lassen sich aber deutlich leichter auspacken als die von Creative. So, da sind sie schon. Das Ganze ist natürlich ein bisschen kleiner gerade, aber es ist auch nicht verkehrt. Packen wir am besten mal auch hier mit drauf. So, auch hier fangen wir mit den Satelliten an. Wie gesagt, die werden hier mit etwa 5 Watt Ausgangsleistung bestrahlt. Der Subwoofer selbst hat etwa 15 Watt Ausgangsleistung. Also deutlich mehr als das Creative Set, was da linksseits steht. Und das muss ich ja dann natürlich in irgendeiner Art und Weise auch
bemerkbar machen. Zack, und das Kabel durchgeschnitten. Das wär's ja. Da könnte ich hier gleich nochmal Ronnys Lötstunde draus machen. So, da haben wir die beiden Lautsprecher. Kunststoff. Mit einem Lautsprechersymbol an der Seite, damit man auch weiß, dass es Lautsprecher sind. Sehen auf jeden Fall ganz niedlich aus. Mal gucken, wie die Klangleistung ist. Dann kommen wir nochmal zum 5-Zimmer Subwoofer. Audio Output. Links und rechts. Und theoretisch könnte ich hier noch zwei weitere Lautsprecher mit anschließen. Das ist auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt hier gerade Audio Output. Ach nee, Input. Ich bin ja auch ein Monk. Audio Output, also Stereo bleibt's. Blödsinn, was ich da gerade wieder erzählen wollte. Lesen ist gerade nicht so meine Stärke. Dann haben wir hier das Audio, 3,5 Klinkenkabel sozusagen. Und dann ist die Welt auch wieder bunt, zumindest rot und weiß für den Eingang. Hier haben wir den Basspegel, die Lautstärke. On-Off ist klar. One Concept ist auch aus Presspappe, nenne ich es jetzt mal. Recht gut verarbeitet. Man sieht hier natürlich, die Gärung ist das alles nicht ganz so perfekt. Aber wie gesagt, das Ding kostet so 24 bis 30 Euro. Da sollte man, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen. Ist ja kein 100-Euro-Set oder so. Und ich habe hier keinen Platz auf meinem Tisch. Unglaublich! So, und dann kommen wir noch zum Schluss zu den Logitech Z313. Die haben auch 25 Watt RMS-Ausgang und die Leistung ist leider nicht weiter angegeben. Vermutlich werden die Lautsprecher auch so um die 5 Watt Belastbarkeit haben und der Subwoofer mit 15 Watt liegen. Das würde dann mit denen hier gleich kommen, weil die haben halt auch 25 Watt RMS-Ausgang. Okay, die sehen jetzt relativ ähnlich aus. Oh, was ist das alles für eine Kabelpeitsche? Das ist ja furchtbar. So, dann ziehen wir mal die Tüte im Ganzen raus. So, und das scheint auch das einzige Modell zu sein, was sozusagen eine Kabelfernbedienung hat. Die habe ich nämlich hier schon in der Hand. Muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie ausgepackt kriege, ohne hier meinen Knoten in den Finger zu machen. Mit einem Stoffgitter drüber. Sehen erstmal zweckmäßig aus. Schön ist jetzt, glaube ich, auch wieder anders, aber wie oft guckt man einen Lautsprecher an? Also eigentlich, ne? Bedieneinheit sozusagen. Das finde ich eigentlich sehr praktisch. Weil man dann nämlich nicht unter den Tisch krabbeln muss, beziehungsweise kann man hier zum Beispiel jetzt auch die Lautstärke schon mal justieren und das ganze Ding an- und ausmachen. Finde ich eigentlich immer eine sehr gute Lösung, weil das dann halt einfach auf dem Tisch liegt und man muss halt nicht unter den Tisch krabbeln. Ne? Je nachdem, wo man die Lautstärke oder die Subwoofer hinstellt oder die Lautsprecher, ist das schon ganz praktisch. Da kann man die auch mal ein bisschen weiter wegstellen, wenn man den Platz braucht. So. Den Subwoofer haben wir jetzt ausgepackt. Ist, würde ich sagen, ähnlich verarbeitet. Auch hier ist die Gärung nicht ganz perfekt. Das sage ich jetzt als Tischler, das seht ihr als Laie wahrscheinlich auch. Juckt euch aber dann wahrscheinlich weniger. Ein, zwei kleine Leimstellen, die man aber abmachen kann. Genau. Dann auch hier einen Downfire mit einem einfachen Subwoofer. Ein paar Füße, dass das Ding dann nicht gleich auf dem Boden schwingt. Vorne das Logitech-Zeichen. Und dann sind wir eigentlich auch schon damit dran. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich das hier noch auseinanderfriemel. Hier muss irgendwo noch ein Input sein oder so. So, Speaker Output, das kommt dann daran. Machen wir das mal so. Zack. Dann haben wir hier den 3,5er Eingang. Hier noch den Stromstecker, den stecke ich jetzt natürlich auch noch rein. Und theoretisch steppt jetzt die Luzi. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir am besten anfangen. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal alle so ein bisschen aufeinander, dass ich das vielleicht selber auch auseinanderhalten kann. Und das sieht dann vielleicht nicht ganz so schlimm aus auf dem Tisch. So, also im Großen und Ganzen haben wir jetzt eigentlich relativ baugleiche Lautsprecher. Die beiden sind jetzt komplett aus Kunststoff, die sehen halt auch einfach so aus. Optisch sehen die Creative jetzt natürlich ein bisschen schicker aus, die finde ich jetzt nicht so schön. Und wenn es ein bisschen kleiner und gediegener sein soll, dass man wirklich nur die Lautsprecher an sich sieht, sind die von One Concept meiner Optik entsprechend, also mir gefallen die eigentlich schon mal am besten. Ist der Subwoofer ist auch ein bisschen kleiner, ist aber ein bisschen tiefer, also kommt zwar auf fast die gleiche Tiefe wie jetzt der Logitech, aber egal. So, mein Telefon wartet schon und freut sich, dass ich euch wieder mit meiner Musik beschallen kann. Mal schauen, was wir da machen. Als erstes würde ich sagen, gehen wir wieder meine Musikbibliothek. Dann machen wir das ganze Ding mal auch an. Hier sieht man dann auch, dass es an ist. So, Typo Negative.
Auf jeden Fall schmeiß ich basslastig. Also die klingt schon sehr, sehr basslastig. Klangtechnisch sind die erstmal ganz okay, aber ich finde, der Bass, der dröhnt jetzt hier schon. Bei mir im Telefon sollte jetzt eigentlich nichts weiter eingestellt sein, was den Bass erhöht. Das ist jetzt tatsächlich dann HTC Boom Sound habe ich off. Wir nehmen dazu im Vergleich jetzt einfach mal gleich die nächsten Lautsprecher, machen die an und gucken mal, wie die sich verhalten. Wo ist hier der Eingang? Hier ist er. Parallel kann ich die natürlich jetzt alle nicht laufen lassen, aber... O Lord, who art on high? Gut, das kann man vorspulen, das ist keine Musik. Jo. Das Ganze machen wir jetzt hier an dem auch nochmal. Das finde ich gerade dufte. Einmal umgedreht. Wer weiß, was jetzt besser ist, ich kann es gerade nicht sagen. Und die Logitech haben nochmal einen Zack mehr Bass als die One Concept. Klingt aber ein bisschen sauber in meinen Ohren. Ich nehme nochmal einen anderen Track, mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Muss ich sagen, im direkten Vergleich bei dem Song kommen die Creative mit den Hochtönen deutlich besser klar. Das klingt gerade einfach ein bisschen schicker. Also ich habe jetzt, wie gesagt, jeweils immer einen Speaker zu mir gerichtet, um dass ihr ein bisschen was da hört und ich. Und da waren die gerade besser. Ich wechsle jetzt mal zu Hilrious Music. Das ist jetzt sehr, sehr basslastig. Okay, wir gucken mal ganz kurz in einen anderen Song rein. Ein Jüngling denkt, er kann fliegen, keine Ahnung. Wirkliche Unterschiede kann ich jetzt gar nicht raushören. Ich tendiere gerade aber immer noch ein bisschen zu den Creatives. Aber es liegt wahrscheinlich jetzt auch wirklich an der Musik. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen klassisches Instrumentales. Allegro Agiatato oder so ähnlich. Ist jetzt echt schwierig, da einen Favoriten rauszusuchen. Also, die haben irgendwie alle drei was. Also, get out of my life, women, okay? Don't love me no more. Love me no more. I'm still.
Tja, ich weiß nicht. Wo ich vorhin sagte, dass die Creative klingen vielleicht ein bisschen zu basslastig, muss ich sagen, kommt das immer noch einen Hauch mehr. Also die haben, obwohl die wohl die Leistungsschwächsten von allen sind, also mit einem 5er Subwoofer, die anderen haben jeweils 15, finde ich den irgendwie doch ein bisschen besser. Klangtechnisch unterscheiden die sich aber recht wenig. Also das ist, vielleicht gibt es ja nur einen Hersteller von günstigen Lautsprechermembranen und die stecken jetzt alle zufällig in den drei Geräten gleich drin. Das kann ich jetzt absolut überhaupt nicht sagen. So, und das war's, das, was ich mir rausgesucht habe. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier ständig auf die Kabel drauf komme, weil sonst brummt das immer gleich. Wenn es rein um Bass geht, würde ich sagen, die Creative und die Logitech haben definitiv die Nase vorn. Die One-Konzept klingt eigentlich auch nicht schlecht, aber da fehlt es dann einfach für den 15-Watt-Subwoofer ein bisschen noch an Bums. Ich habe das jetzt auf volle Pulle gestellt, mehr kann ich nicht rausholen. In der Gesamtlautstärke finde ich die jetzt auch relativ niedrig angesetzt im Vergleich zu den beiden. Und wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich zu den Creative A250 greifen. Mein Zettel ist runtergefallen, ja, da ist er. Weil die doch ja, schon ganz schön übel im Bass haben und jetzt klingt das jetzt auch nicht übertönt. Die Lautsprecher haben auch für mich eine Optik, die mich mehr anspricht als die Logitech Z313. Das würde ich jetzt quasi schon fast als Fazit landen lassen. Allerdings gebe ich euch noch einen zum Besten. Ich habe natürlich noch was vorbereitet. Ihr wisst, was kommt. Special Song Horido oder so ähnlich. Oder Special Song Up oder ich weiß es nicht. Furchtbar. Gut, jetzt war der Bass wieder ein bisschen überdröhnt. Das kann natürlich aber auch daran liegen, wie gesagt, wir haben eine blanke Tischplatte und das Ganze pfeffert jetzt hier durch den Raum. Und die Aufnahme von dem Video, was ich euch gerade gezeigt habe, ist auch relativ bescheiden. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also eigentlich, wie gesagt, sind meine beiden Favoriten die Creative A250 und die Logitech Z313. Die One Concept HI2028 sind auch nicht schlecht. Finde ich vom Design eigentlich wiederum am ansprechendsten von allen dreien. Klangtechnisch liegen die beide aber ein Stückchen davor. Auch wenn das wirklich nur so ganz kleine Unterschiede sind. Ich habe wahrscheinlich auch nicht die perfekte Raumkonstellation, um sowas wirklich rauszuhören. Gerade weil die jetzt doch echt derbe auf den Tisch pfeffern mit dem Bass. Ich glaube, das Mikrofon nimmt sogar noch mehr Bass jetzt auf, weil es auf dem Tisch steht. Also man kann doch die Dinger schon durchweg empfehlen. Also es klingt alles vernünftig. Es kommt natürlich immer mit auf die abgespielten Medien und Quellen an. Ne? Das solltet ihr auch wissen. Also ich habe jetzt ein bisschen bunt gemischte Musik drin gehabt. Mal eine gute Mischung, mal eine schlechte Mischung, was die Qualität angeht, auch wenn es High-Res war, also hochauflösende Musik. Es klingt halt teilweise dann durchwachsen. Das liegt aber nicht wirklich unbedingt an den Lautsprechern. Wie gesagt, die Dinger kosten, jetzt muss ich gucken, 27 Euro ungefähr zwischen... Ah, wo ist mein Zettel, verdammte Axt? Ich kann mir doch alles das nicht merken. Die One Concept liegen irgendwo zwischen 24 und 30 Euro. Da liegt es wirklich daran, bei welchem Händler ihr das kauft. Und die Logitech gehen bei 32 Euro los. Ich sag mal, hier 5 Euro Unterschied nimmt sich nicht viel. Ich glaube, das sollte im Budget drin sein. Wenn ihr wirklich nur 5 Euro Taschengeld die Woche bekommt, dann spart ihr halt noch eine Woche mehr. Und dann habt ihr einen von beiden, der euch optisch besser gefällt. Und bei den One Concept, wie gesagt, gibt es zwischen 24 und 30 Euro. Macht man auch nichts verkehrt, aber der Klangpegel und der Bass ist halt einfach ein bisschen niedriger angesetzt. Und ich finde, wie gesagt, die Z, die Creative und die Logitech sind ein Stückchen weiter vorne. Und da kommt es letztendlich auf euer Budget an, ob ihr euch das leisten könnt oder nicht. Man muss ja auch davon ausgehen, dass einer nicht ganz so viel Geld hat oder sagt, okay, für 30 Euro mehr will ich dafür nicht ausgeben. Genau, in diesem Sinne bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist trotzdem wieder ein relativ langes Video geworden. Qualitativ können alle drei Lautsprecher erstmal überzeugen. Die brummen alle, wenn ich hier das 3,5er Kabel anfange. Ne, der nicht, der will nicht. Doch. Doch, auch der brummt. Elektriker-Test, ob Strom drauf ist, ne? Wisst ihr, ja. Ein Glück bin ich Tischler. Genau, wenn es euch gefallen hat, der Abo-Button ist hier oben. Also hier so. Wenn er mal nicht zu sehen ist, dann ist er ein bisschen tiefer unter der Videobeschreibung. In die Videobeschreibung packen wir euch nochmal
Die Links zu den drei Lautsprechersystemen rein. Wenn ihr darüber was kauft, dann unterstützt ihr uns, denn ihr wisst, wir sind nur ein Zwei-Mann-Team und müssen auch irgendwie gucken, dass wir ein bisschen an Penunzen rankommen, um euch sowas vorzustellen. Stellen mal 30, 60, 90 Euro, ne? Stehen die mal ganz locker auf dem Tisch. Müsst ja auch irgendwie bezahlt werden. Ansonsten, like, teilt, kommentiert, macht das so, wie ihr es immer macht. Ich freue mich, wenn ich auf eure Kommentare antworten kann und wenn es nur ein Danke ist, weil ihr kommentiert. Genau, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Was es ist, weiß ich nicht.